Sie sind hier, 24. Januar 2019, 14.48 Uhr von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Toni Kroos hatte sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Urheberrecht Getty Images. Nach seinem Muskelfaserriss steht Toni Kroos vor der Rückkehr ins Team von Real Madrid. Der Champions-League-Sieger trifft im Pokal auf den FC Girona. Toni Kroos kehrt nach einer fast dreiwöchigen Verletzungspause beim spanischen Rekordmeister Real Madrid in das Aufgebot zurück. Trainer Santiago Solari berief den 2014er Weltmeister in seinen Kader für das Viertelfinal-Hinspiel im Pokalwettbewerb gegen den FC Girona am Donnerstag, 21.30 Uhr im Live-Ticker. Kroos, 29, hatte sich Anfang des Jahres einen Muskelfaserriss zugezogen und war seitdem nur Zuschauer beim Champions-League-Sieger. Von Sportinformationsdienst.